Los. Hallo liebe Freunde auf YouTube, willkommen zurück bei unserem Let's Play mit mir, dem Hawkind und Barker. Wir spielen Infinity. Ja, Infinity. Genau, wir spielen Infinity. Haben wir schon angefangen, ein bisschen was zum Mampfen zu erzeugen und Und uns schon das Loch gegraben und. ich kann mit meiner Axt Feuer machen, habe ich gerade gesehen. Hey, wow, sei vorsichtig damit, das könnte gefährlich werden. Das ist das, Und. wenn man Sachen rechts neben seiner, also wenn ich jetzt hier eine Spitzhacke habe und nach rechts drücke, dann platziere ich das Wasser. Okay. Nee, mach ich doch nicht. Wie Aber ich kann gesagt, damit fackeln. sei vorsichtig damit. Barker hatte eine ganz coole Idee gerade. Wir haben das im Offen ein bisschen besprochen. Und zwar haben wir da drüben so einen coolen Redwood-Baum. Ja. Genau. So ein Mammutbäumchen. Genau. Den da, Ja, sogar ne? zwei. Wir haben eigentlich drei hier sogar, glaube ich. Hatte ich nicht vorhin noch einen dritten gesehen? Wo ist der dritte hin? Hallo? Also, Ich habe man gerade kann sie leicht sogar. übersehen, offensichtlich. Und der würde ja ganz gerne ein Baumhaus hinzimmern. Ich habe sogar gerade das kleine Loch hier reingebaut, was ich gemerkt habe, dass er noch gar nicht aufnimmt. Oh weia. Also, er hat den Baum schon mal angebohrt, um zu sehen, ob der auch wirklich gut ist. Genau so habe ich das gemeint. Und ja, bauen wir einfach ein Baumhaus draus. Finde ich, ist eine coole Idee. Können wir ganz lustige Räume dann auch auf den verschiedenen Etagen ausgaben lassen. Ach Ein so. Fahrstuhl wäre natürlich geil, ne? Weißt du, wie man sowas macht? Ja. Also wir können wahlweise uns so einen klassischen Minecraft-Fahrstuhl bauen, so mit Pistons und so Zeugs. Guck Oder mal, aber das ist ja. wir versuchen so ein bisschen die Fähigkeiten von diesem Mod zu nutzen. Da gibt es so Geschichten, die kann man mit Enderperlen machen. Die sind richtig cool. Guck mal hier. Die Crafting-Box sieht aus wie das Holz. Ja, genau. Also wenn du natürlich das Zeug mit dem Holz hier baust, dann kriegst du genau das hin. Das wusste ich auch noch nicht. So, dann So, mache ich mal kurz. wir haben noch ein kleines Serverproblem. Wir haben das Gefühl, dass keine Mobs hier spawnen. Also die scheinen zu spawnen aus irgendwelchen Spawnern, aber nicht an der Oberfläche. Auch nicht bei Nacht. Das ist ziemlich seltsam. Leider gilt das nicht nur für Hostile Mobs, sondern auch für Friendly Mobs. Das heißt, keine Kühe, keine Hühner. Hast du eigentlich Villager gesehen, als du im Dorf warst? Village habe ich gesehen, ja. Okay, also Villager gibt es offensichtlich. Auch die Wir Karte gibt können halt. leider nicht viel her, muss man sagen. Nichts Ja, Brauchbares. wir können auch gleich mal einen anderen installieren. Das geht auch irgendwie. Weiß ich. Genau. Kannst du mir helfen, mir hier hochzubauen? Was willst du machen? In den Baum reinzubauen? Bis wir Leaves sehen. Ich habe nämlich hier ganz viel. Nee, nicht so. Nee, so nicht. Sondern? Also. Nein! So hier. Wie mit Leitern? Ja, ich habe ganz viel im Inventar. Und dann hoch. Und dann gerade Richtig? hoch? Okay. Ich gebe dir mal 44 Stück. Hotkey kann man bestimmt auch, ne? Ja. Also, was cool wäre, was die Sache wesentlich leichter machen würde, ist ein Hatchet. Ein was? Ein Beil. Ein Beil, genau. Ich habe auch ein Beil. So ein richtiges Beil. Ich kann dir aber eine Axt machen. Du hast auch irgendwo Sand gesehen, oder? Ja, komm her, ich mach den Axt. Hast du Sand irgendwo? Sand, Ja, Sand, Sand, viel ich hab's. Sand, viel Da hinten ist Sand, eine Wüste. viel Sand. Irgendwo. Komm, hier unten ist auch, da unten ist auch Sand. Dass du nur wenig Ich brauchst. brauche mal so ungefähr einen Stapel Sand. Apropos Sand, ich wollte mal mindestens eins holen noch. Hab ich ja vergessen. Gib mir mal eins hier. Sag danke. Bitte. Gegrieft, da. Gegrieft. Ach so lächerlich, jetzt habe ich wieder keinen Hunger mehr. Jetzt habe ich wieder Hunger, meine ich. Ich habe wieder keine Sättigung. Oh. Dann muss die Farben hochdrehen. Ja, nice, ne? Das war schon ein bisschen witzig sogar. Aber nur ein bisschen, ne? Naja, wir Ja, wollen es nicht übertreiben. wir arbeiten noch an den schlechten Gags, also da könnte in Zukunft noch viel von uns erwarten. Wie viel Werkbank, denke ich, einfach mal mache immer. So, wie viel haben wir denn? 44. Ja, wird noch nicht ganz reichen. Ah, da Schon mal gibt es ja noch mehr direkt Sand. hier Rubber. Wenn ich schon mal hier bin, habe ich. Nee, habe ich nicht. Hier ist Rubber. Klebrige Angelegenheit. Der Barker hat nämlich ein Dorf gefunden, aber dummerweise hat er in dem Dorf keine Schmiede gefunden. Doch, ich habe ein Stück gefunden. Eine richtige Schmiede?
Nee, also nee, diese Minecraft-Nether-Minen. Ja, genau. Nee, also ich rede von der richtigen Schmiede. Nicht dieses Minecraft-Vanilla-Billigzeugs. Ah ja, gut. Nein. Nein. Karotten. Das wird wahrscheinlich für lange Zeit eine unserer Hauptnahrungsgrundlagen sein. Karotten, Kartoffeln, Toast. Wir können auch goldene Karotten machen, ne? Ja. So, erstmal mache ich Aber wir haben zu wenig Gold dafür. Nein, nö, eigentlich nicht. Wir Wir haben haben ziemlich wenig Gold. goldene Karotten macht man nämlich aus Goldbar aus Gold Nuggets. Nichtsdestotrotz haben wir sehr wenig Gold. Bisher. Ich habe jetzt über einen Stack Gold Nuggets. Ja, du hast ein Stack Gold Nuggets, aber wir haben sehr wenig Goldbarren. Ja, das haben wir wirklich nicht. Sag ich ja. Ja, ich habe es nochmal spezifiziert auf etwas anderes. Aber wir wollten uns gegenseitig mal bestätigen, ne? Ich werde mich mal ganz kurz gegenseitig schlagen hier. Au. Es funktioniert. Habe ich dir viel Schaden gemacht? Habe ich dir viel Schaden gemacht? Also, schlagen funktioniert, warte. Ja, läuft gut. Hast du ein Dia-Schwert? Nee. Klar, habe ich auch gerade Das gesehen. ist ein Steinschwert. Zeig. Leute, ich habe gerade ein Dia-Schwert gesehen. Steinschwert mit Schärfe 1. Okay, ich hab jetzt auch was Tolles gleich. Warte. Nein, habe ich noch nicht. Wo sind jetzt die ganzen Goldbarren hin, Mensch? Wo sind die ganzen. Habe ich die jetzt alle? Ich habe die jetzt alle zu Goldnuggets gemacht, weil ich so blöd bin. Nein! Man kann sie leider nicht zurückcraften. Nein! So, Hey, ich komme immer hier auf irgendwas. Lol, wenn ich auf diesen komischen Pfeil klicke im Handwerk, dann komme ich auf Rezepte. Von Wirt Cauldron. Lustig. Lustig. Lalalala. Keine Ahnung, was mit mir los ist, ich weiß es nicht. Nicht so schlimm, hast deine 5 Minuten, passiert. Die hab ich aber Standard immer am Tag. Regelmäßig, die ganze Zeit. Ja, ich habe meinen ersten Aspekt. Ja, noch einen. Noch einen. Den habe ich noch nicht. Den kann ich noch nicht. Steine habe ich auch gleich. Nicht, er geht da nicht. Cobblestone. Nein. Diorit. Ach, wie war denn das? Ich habe schon Ofen, nice. Ach, kommt schon. Ich hab Lux entdeckt. Was? Lux? Licht? Lux, ja. Genau. Das Spanische, das lateinische Wort. Bruchstein habe ich auch. So. Jetzt Terra. haben wir auch was, wo wir unser Werkzeug aufhängen können. Ich denke mal, die Schatze müssen wir eigentlich auch schon fotografieren können. Ne? Nee. Untersuchen wir hier sie nicht. Mal kurz hoch hier. Grasblock. Was sagst du? Grasblock geht da nicht. Ich versuche gerade hier alles abzuchecken mit meinem Ach Thermo so. mit meinem. Mit seinem Thermometer. Genau. Ach, ich schon sagen, ich weiß gar nicht mehr, was man als erstes alles machen sollte. Ich ernähre mich zurzeit noch ein bisschen vegetarisch hier. Ich habe Chestnut. Walnüsse? Heißen so, ja? Ich glaube schon. Also so gut eigentlich kann ich ja nicht. Immer haben wir auch nur ein halbes Herz voll. Ja, aber man muss halt viele davon haben, ne? Hier sind Brombeeren gewachsen. Genau. Hier wächst einiges. Also Ich hoffe, dass sie langsam in die zweite Etage wachsen, weil dann können wir die nämlich umziehen. die zweite Etage. Na, diese Sträucher hier, die wachsen nach oben, bis zu 3 Felder hoch. Ach so. Genau. Und Ich hab. wenn die sind quasi, falten sich ein bisschen wie Zuckerrohr. Und du kannst dann quasi die zweite Etage und dritte Etage abreißen und woanders als erste Etage hinsetzen. Brauchst du Brombeeren? Oh, lecker, danke. Bitteschön. Ich habe gern getan. Und Bis das jetzt nicht stark. Zuckerrohr tut sich hier auch ganz gut. Einwandfrei. Läuft doch, ne? Ja, hier sind Kartoffeln übrigens auch. Läuft hart. Ich sehe nichts mehr. Ah! Ja, Kartoffeln, die kann man In den wenigstens, Ofen stopfen. genau. Oh, ich komme immer darauf. Kennst du das Problem? Dieses, wenn du auf diesen Balken kommst im Handwerk, diesen Pfeil. Ich So. habe schon wieder getan.
Ich hab halt den Bogen, ne? Aber zwei Felder nur. Ich brauch dringend irgendwie Platz. Ich hatte doch eine Schaufel. Wo ist meine Schaufel denn? Ach, die ist kaputt gegangen. Ich erinnere mich. Ich fress einfach mal die Wissensmarke. Wenn der hier ist eigentlich Quatsch, aber egal. Was soll ich jetzt damit? Gut, dann würde ich sagen. Alter, ich habe so wenig Platz hier. Mal kurz hier vor unserem Eingang was Schönes hinstellen. Da, 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 da. Leute, jetzt weiß ich ja von wo wir stammen. Von wo was? Wie siehst du denn gleich? Wenn du oben bist. So, ich mach mal meine Truhe ein bisschen größer. Mach das. Mach halt gleich noch eine zweite. Nett. Was denn? Crimson Cult Banner. So, ja. So. Das ist halt die einzige Situation, die ich kenne hier, ne? Was soll ich machen? Irgendwo muss man zugehören. Was habe ich hier? Fucking ohne Ende. Tomonomi kommt nicht immer mit. Ey, Wolle wäre auch richtig geil, weißt du? Wolle wäre auch ganz cool, ja. Können wir aber auch Spinnenfeen machen. Ja, aber Spinnenfeen brauchen wir auch erstmal. Die kriegen wir zur Not von irgendwelchen Bäumen runtergezogen. Stimmt, diese Bäume, ja. Aber habe ich jetzt noch keine gesehen von. Es gibt eigentlich auch so Maden. Mal gucken. Wie heißen die denn? Ich denke mal, das hier wäre jemand oder sowas. Genau, wir könnten Baumwolle anpflanzen. Ich habe Wasserabilität. Nice, und wie geht das? Wir brauchen dafür so ein Baumwollzeugs. Und dann? Hä, wie hast du denn Mörtel gemacht? Mörtel? Mit Kies, Ton und Sand. Okay, verstehe, deswegen brauchst du so viel Sand. Soll ich mehr Sand tun oder reicht das? Ne, das wird bei weitem nicht reichen. Okay, dann hol ich. Viel zu wenig. Alter, was hier alles liegt? Was ist denn das? Ist nicht wahr. Was ist denn? 8-0. Ja. Geisterregal. Genau. Was du alles machst. Das ist ja geil. Braucht man. Guck dir an, mein Schwert, wie geil das aussieht. In dem Geisterregal. Das kommt dann richtig fett, ja. Echt? Cooles Schwert. Weg ist es. Ja, ich hab's eingesammelt. Ich hab auch die Hacke eingesammelt. Ey, das ist mir das Lass euch nachher gebracht. Also wir brauchen auf jeden Fall von diesem, wenn es bei dir Mörtel heißt, noch eine ganze Menge. Ja, bei mir heißt es Mörtel. Weil je größer die Schmiede ist, die wir bauen, desto mehr können wir halt gleichzeitig einschmelzen. Die, kannst ja, wenn du möchtest, schon mal versuchen, ein bisschen umzuziehen. Ja, ich wollte erst umziehen, wenn wir da schon ein Stück haben, wo wir hinziehen können. Ja, wir haben ja noch nichts, ne? Ja, was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Server down? Das könnte sein, dass er einen täglichen Neustart gemacht hat. Mhm. Um 0:20 Uhr, sehr passend. Das tut uns jetzt natürlich leid. Das kennen wir ja schon. Für die, ja, die es nicht wissen, wir haben schon mal versucht, hier so ein Let's Play zu starten und da hatten wir die Probleme auch schon. Ja, da hatten wir nicht diese Probleme, da hatten wir die Probleme, dass jemand anderes den Server mal wieder gezwitscht hat. Da wurde quasi gekapert. Genau. Eingehender Anruf. Du hast mich mal so anzurufen. Ich glaube, ich kam aus Versehen drauf. So, YouTube, wir müssen das jetzt mal ein bisschen überspielen hier, während wir darauf warten, dass der Server neu startet. Ich werde sicherlich direkt cutten am Anfang. Wir haben viel vor. Wir werden noch mehr machen. Warum dauert das jetzt gerade nicht so lange? Der Server startet immer noch neu. Und immer noch. Wie lange das braucht. Immer noch. Okay, ich beende mal kurz die Aufnahme. Ich gehe mal kurz was trinken machen. Einloggen, super. Ich glaube, es läuft. Ja, einwandfrei bin ich da drauf. Okay. Weiter geht's, YouTube.
Dann komme ich wieder nach. Ja, warte, ich muss auch nachkommen. Du, hallo. Und jetzt geht's bei mir auch weiter. Ja, lustig. Dazu macht sich gerade irgendwie neu gestartet. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe auch keine Ahnung. Wir wollen noch nicht länger darüber nachdenken. Das ist ja. Ich gehe immer ohne Essen los. Ich bin so ein Vollhuchs. Da ist eine Hexe. Die greife ich mir ein. Die greife ich mir. Ah, jetzt bin ich vergiftet, die Olle. Jetzt geht meine Mannschaft aus. Blöde Kuh, du. Alter, die hat mich einfach vergiftet, die Hässliche. Komm her, Alter. Bist Ja, du Mann, ich gerade hab. hier unten in unserer Basis? Nee. Da bin ich nicht, Nee, ne? du bist draußen, stimmt. Hä? Lol. Ich versuche gerade hier gegen Hexen zu kämpfen. Oh, sie wirft halt mit Schadenstränken, die Hässliche. Komm, okay, ich bin tot. Alles klar. 1-0 für die Hexe. Ich bin auch YOLO reingerannt. Ich bin auch gegen. Ich habe gegen zwei Hexen gekämpft, übrigens. Ups. Was sagt die Uhr eigentlich? Eine Minute. Haben wir noch. Ja, nee, weil ich gerade angefangen habe. Ach Das ist so. eine Alter. Alter, jetzt muss ich die Hexen. Du musst mir helfen. Ich habe nämlich kein Schwert und ich muss die Hexen hier wegkriegen. Oh, das ist schlecht, weil ich habe keinen Bogen. Kann ich meinen Todespunkt mit der Sehen? Hand öffnen? Nee, wa? Doch, kannst du, aber es dauert ewig. Wo bist du denn drauf gegangen? Da, wo du jetzt bist ungefähr? Da, wo die Hexen immer spawnen. Wo spawnen die denn? Ich glaube, Ich ich habe sehe Erde. auf jeden Fall die Hexe und ich Ich glaube, habe ich sehe auch dich auf der Karte. Erde. Ich renne hier mal hin und her. So, da bist du. Da sind die Hexen. Ich gebe die Seiten. Die werden gestrikt. Die kann nichts machen, Alter. Die kann nichts machen. Guck sie dir an. Sie ist auf dich fokussiert und ich schieße sie Entschuldigung. erstmal. Kein Problem. Hätten wir. Ich hab. Kannst du mir kurz eine Spitzhacke geben? Bitte. Schnell bevor da hinten wieder. Wo bist du? Was ist da hinten? Das ist ein Skelett. Gib mir bitte schnell eine Spitzhacke. Schnell. Oder komm am besten kurz mit noch, wegen dem Skelett. Das ist echt ein Skelett. Krass. Wir haben ein Skelett gefunden. Ohne Bogen. Geh mal ein bisschen weg hier. Sonst sammelst du meinen ganzen Scheiß ein. Hey, wie Lalalala. kann ich denn das kaputt machen? Einfach draufschauen. Ah, da. So. Wo Apropos bist du? Spitzhacke, Wiedersehen macht Freude. Klar, hier ist er doch. Wo bist du denn? Hinter dir. Als ob ich dir klauen würde. Ich hätte doch selber einen und meinen Oh, sogar oh, ich höre gezogen. schon wieder Tränke. Nächste Oh, Hexe. wow. Jetzt gehe ich aber rauf. Jetzt gehe ich drauf. Jetzt gehe ich hier drauf. Und Und noch alles. eine. Okay, mach mal. Du machst das schon. Wie du da hin und her rennst. Leicht vergiftet. Ich werde schon wieder beworben. Und drei Hexen. Viel Spaß. Ja, Leute, komm, lass uns alle töten. Ich laufe durch die Gegend mit 2,5 Herzen. Ja, okay, ich habe keinen Hunger mehr. Jetzt kann ich nicht rennen. Und ich krieg gerade Schaden. Ah, toll. Das ist einfach ein bisschen peinlich hier eigentlich, wa? Halbes Herz. Ich bin da mal in meinem Erdloch. Alles klar. Alles klar. Komm, es ist mein Gui grün. Nicht mal lila, wenn ich nach hinten gucke. Oh, ich habe Karottensamen gefunden. Interessant. Ja, die habe ich da auf den. Üh! Nein! Jetzt habe ich in die andere Richtung geguckt, das wurde ich du musst nochmal hochkommen. Irgendwie stirbst du ständig. Hör auf damit. Ja, das war aber diesmal ein bisschen behinderter. Ja, ich habe hier ein Loch gefunden, aber bis nach unten. Richtig mies. Dun, 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 da, 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 da. Da kommen immer wieder neue Hexen raus, habe ich das Gefühl. Ja, da kommen auch immer wieder neue Hexen raus. Für mich immer noch Hunger, obwohl ich gestorben bin. Wie lächerlich ist das denn? Das Schöne daran ist, wir haben jetzt endlich Knochen. Ja. Nicht viele, aber ein bisschen. Ich versuche mal das Beste draus zu machen. Ja, wie soll ich jetzt mein Zelt kriegen? Wart auf Tag. Das ist wieder ein Skelett. Der macht sogar Schaden, Leute. Obwohl er nicht mal einen Bogen hat. Ich bin schon wieder vergiftet. Was soll denn das? Das ist doch so lächerlich. Hast du was mitgebracht hier? Nee. Oh, doch, doch, doch. Ui, 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 ui.
Oh, Scheiße! Ich habe ein halbes Herz, das ist nicht cool hier. Warum hast du den Busch mitgebracht? Ja, den hatte ich irgendwie im Winter. Ich will mein Zeugs wieder haben. Ganz ehrlich, ich will das wieder haben. Ich vergesse. Hast du Pfeile? Nee, ich habe gar nichts. Aber sie ist positiv, dein Zeug geht nicht verloren. Zombiefleisch. Das gönne ich mir mal kurz her. Und wir haben schon wieder Glowstone gesammelt. Einwandfrei. Entschuldigung. Läuft. Was machst du? Ich hab diesen blöden Busch weggemacht, den du hier hingestellt hast. Wie ist der? Wieso haben wir überhaupt? Warum kommt der? Wie kommt der hierher? Den habe ich auch hingesetzt. Aber warum? Von den Hexen gepflichtet bin. Warum schlägst du mich? Ich schlag den Busch. Vor allem hier ist erstmal hart ins Skelett, Alter. Ich mach erstmal kurz einen Fistfight mit ihm hier. Komm her, Alter. Kleiner, bitte kack gerade an. Sorry für die Beleidigungen. Aber ich denke mal, es gucken sowohl keine Kinder zu. Ja, haut ab. Ist schon dunkel. Ah, komm, den kriege ich hin, Alter. Den kriege ich hin, der hat nicht mehr viel Life. Wer kann besser fissen, hä? Ja. Ich hab's geschafft, ich hab ihn richtig gefisst. Er hat sogar Pfeile gedroppt, nice. Komm schon. Ich hab den. Ach, da musst du auf den Boden raufkloppen. Ah, jetzt hab ich verstanden. Okay, gut, ich hab mein Schwert wieder. Jetzt können die alle mal. Jetzt geht's richtig ab hier. Entschuldigung. Vor über jetzt die Todespunkte hier. Muss ich alle irgendwie wegmachen, ich weiß aber leider nicht, wie es geht. Jetzt ist sogar einer hier mittendrin unten. So, jetzt aber. Jetzt kommt hier der Bogen hin. Hier habe ich übrigens noch einen Busch für dich. Warum stürzt du mir den hier unten hin? Weiß ich nicht, das war jetzt irgendwie gerade so. Ja. Weg damit. Oh, Raspberry, auch nicht schlecht. Blackberry, Raspberry, Blueberry. Jetzt haben wir ja schon 3 von 4 zusammen. Läuft doch. Auf jeden Fall. Ich habe schon wieder Feuer gemacht. Vorsicht mit dem Feuer. So, wir haben genau. Nein, jetzt habe ich 2 andere Bücherregale. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Haben wir noch Go-Out ja, irgendwo? Nein, ne? So, wir haben jetzt 14 Bücherregale erst. Kann man mal hier ein bisschen Platz machen für den Full Enchanter? Au! Was schlägst du mich? Ja, sorry, das habe ich nicht. Ist klar. Voll die Fackelverschwendung hier. Geh zu deinem Baum und bau ein 9x9 großes Zimmer für mich. Nein, mal nein? Ja. Ja, wir gehen, machen das schon zusammen mit dem Bauen da. Nein, bei nein. Ach, nein, bei. Ich habe nein, mal nein verstanden. Ich baue erst den Full Enchanter, obwohl wir nicht mal genug Level haben. Ich habe auch nicht mal genug. Ich kenne nicht mal eine Möglichkeit, irgendwie Level zu farmen. Wollen wir gleich mal gucken, wie es im Nether aussieht? Im Nether? Ja, gib mir mal kurz den Wassereimer, bitte. Warte mal, den brauche ich. Ich brauche noch einen Lava-Eimer. Genau, den hole ich mir nämlich gerade, damit ich mich nicht abholen. Hast du Lava gefunden? Ja, draußen ist Lava, ne? Da ist noch einmal Lava, ich kann dich hinführen. Okay. Hinter unserem Mammutbaum ist das. Führe mich zur Lava! Ich muss ganz kurz hier die Erde hinsetzen. So, komm mit. Ich brauche Freezen. Ach, hier ist noch. Zombie-Bulette. Da draußen sind auch Kartoffeln. Ja, die mag ich. Die muss nur mal jemand ernten. Ich ernte sie. Alter, wie viele Kartoffeln. Ich kann auch eine halbautomatische Farm bauen. Ja, können wir auch, sollten wir auch. Machen wir aber später. Aber wenn du sagst, du willst eh alles umziehen, dann mache ich das nicht hier. Ich mache noch ein paar Brote. Hier sind noch Mörsche. Ein paar Mörsche noch. Nice. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier an dem Punkt. Okay. Denn der zweite Teil nach dem Cut ist jetzt schon 10 Minuten. Gut. Dann ja. Machen wir das. Ja, ich pflanze nur ganz kurz hier. Und wir sehen uns alle wieder in der 5. Folge. Von meiner Seite aus, auf Wiedersehen und ciao. Bis dahin.